Jetzt wird's schneller. Nee, der Winkel hat sich geändert. Ach, da war eine Leiter. Oh, Alter. Wer soll denn das wieder wissen? Oh, na wenigstens muss ich nicht nochmal. Das ist schön. Oh, da muss er aber auf jeden Fall schnell sein. Naja, ist alles eine Timing-Frage. Da war ich zu schnell. Leichenschändung, habe ich gesehen. Alter. Puh. So, ja, komm. Schneller, 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 schneller. Das war knapp. Du musst genau abschätzen, wie groß der wird. Also wie hoch der sich aufrichtet. Was? Huch, nicht hin. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Außer dass ich ständig versage. Alter, ich klinge. Ich klettere doch. Da war ich selber dran schuld. Das habe ich schon gesehen, dass es nichts wird. Boah, ich sehe auch die Füße nicht. Das war knapp. Ach. Ich fühle mich auch wie in den Kopf geschossen gerade, ehrlich gesagt, bei dem Scheiß hier. Nein. Hm. Eine Sekunde zu zeitig. Huch, schnell. Da habe ich das ein bisschen zu zeitig aktiviert. Oh, ich habe keine Lust mehr. Ich hoffe, das ist das Letzte. Knapp. Ach so, na, ich muss eh drinne stehen. Ach so, ich muss da springen. Ich muss das so machen, dass ich da springe, wenn der. Aha. Das wird nichts mehr. Sag ich doch. Nee. Wie soll denn das gehen? Ich überlege gerade. Ach, ich muss den Fahrstuhl so spät wie möglich aktivieren. Mich denn unten dranhängen. Na, zu zeitig. Und dann, wenn das obere Ding, also wenn das obere Gewehr von dem Teil da verdeckt wird, muss ich loslegen, also muss ich mich reinhangeln. Puh. Ich muss
muss ehrlich sagen, ich schwitze wie ein Schwein. Komm schon, komm schon. Ach, ich ahne es. Mal gucken, ob es geht. Ich weiß wie. Ich weiß wie. Ich hab's. Ich hab's. Ich bin so very stolz auf mir. Hallo, warum ist denn der die Leiter nicht hochgeklettert? Ich hab da nach oben gedrückt. Übrigens möchte ich dabei, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber anmerken, das Spiel steuert man mit dem Analogstick zuzeitig. Und für sowas hätten sich die Pfeiltasten besser gemacht, bin ich der Meinung. Ich bin sowieso generell bei so einem 2D-Action-Dingern immer für Pfeiltasten, nicht für die hässlichen Analogsticks, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich bin da kein Freund von. Komm schon, komm schon. Wie, jetzt kann ich da nicht? Ich dachte, ich kann... Och, Mann, oh! Wenn man was sehen würde. Ich dachte, ich kann mich da festhalten, wenn der Fahrstuhl oben ist. Also da unten. Das müsste eigentlich gehen. Wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Eigentlich dachte ich, das Bonusteil geht bloß ein Teil, aber das ist schon der dritte jetzt. Naja, was soll man machen, wenn man sich zu blöd anstellt? Zu zeitig. Oder kann ich den noch... Jetzt habe ich noch eine andere Idee. Wenn ich doch mal hinkommen würde, um das zu probieren. Naja, immer ruhig bleiben. Nee, meine Idee war, ich wollte versuchen, ob der Fahrstuhl auch nach unten fahren kann, aber scheinbar nicht. Mann, oh, das ist doch scheiße. So, nach oben. Ach. Ich bräuchte was, um mich zu schützen. Hallo. Also ich nehme immer noch an, dass ich den Fahrstuhl nach oben fahren lassen muss. Und mich dann nach unten dranhängen. Aber der Fahrstuhl ist einfach zu lang unten. Also zu groß. Verdammt! Na, dann versuchen wir es nochmal mit dem Dranhängen. So spät wie möglich den Fahrstuhl aktivieren. Jetzt.
Hat nicht aktiviert, warum? Ist auf jeden Fall kein ThyssenKrupp an Aufzug, sonst würde er funktionieren. So, nochmal. Ach, verdammt. Knapp. So will ich das haben. Ich weiß aber noch nicht, ob ich mich da unten dennoch... Och. Nach oben gehen die irgendwie schneller. Ich weiß nicht, ob ich mich dann noch dranhängen muss oder nicht. Das kann erstmal nicht schauen. Knapp. Erst sind sie schneller und dann werden sie wieder langsamer. Ja! Ja! Ich musste rechtzeitig wieder hochziehen, war gut. Ich habe zwar eigentlich panikmäßig mehr auf L3 gedrückt, aber es hat funktioniert. Und nü? Ach komm, fahren wir wieder nach unten, was soll's denn? Licht? Ich weiß es nicht. Die Stelle kennen wir. Das war's? Das kennen wir. Oh, ich bin jetzt so schweinehappy. Nun gut, damit sind wir durch bei Limbo. Für den weiteren Verlauf wird es werden. Ich werde nach Limbo, kommt nur zur Info, um nicht zu sagen morgen, wird wieder Metal Gear anlaufen, aber nicht durchgehend. Oder je nachdem, wie ich es schaffe. Auf jeden Fall wird Metal Gear, so ist es bis jetzt geplant, so lange laufen, bis das nächste Blockbuster-Game, was rauskommt, ich mir gekauft habe. Ich habe es schon vorbestellt, also pünktlich zum Termin. Und an diesem Tag werde ich auch gleich das erste Video davon hochladen, freischalten, ähnliches. Und je nachdem, wie ich schaffe, wird Metal Gear, wie gesagt, entweder komplett mit durchlaufen oder aussetzen. Aber auf jeden Fall spielen wir Metal Gear auch durch. Da könnt ihr euch auch auf viele Schreiereien gefasst machen. Der nette Gaunt hat es durchgespielt und hat mich vorgewarnt. Und ja, in diesem Sinne sehen wir uns dann bald wieder. Und bis dahin und tschö.